Das ist der erste Raid der Schurke. Ich muss meine Runen ändern. Müssen wir schnell machen. Und zwar habe ich ja vergiftet. Nein. Ich bin leider in Fight getrickt. Der Rogue ist noch nicht lange auf Level 25. Na, nicht wundern. Soll ich nur mal kurz rausgehen und mal reingehen für die Runen? Der Rogue hat eine Playtime. Ja, von... auf dem Level... 30 Minuten. Ja, der ist 30 Minuten auf Level 25. Was ich immer mache mit meinen neuen Chars. Sobald ich Level 25 bin, ich mache einen BFD-Raid auf. Und gehe BFD. Weil so aktives Priebes-Farm und so finde ich wasted. Ja. Einfach selber einen Raid aufmachen, ein paar Randoms einladen. 7 von 7 schafft man immer. So. Ich brauche keine Gifte, wurde mir gesagt. Denn... Gifte habe ich anscheinend durch Dings. Wir können den mal hier lassen, oder? Ich weiß nicht, ob die Miliweaven die Hand haben, aber ich denke mal nicht. So, da kommt der raus. Der macht auf jeden Fall gut Tempo, der Tank. Das gefällt mir. Finde ich sehr nett. Ja, ich finde immer, wenn du ein bisschen Gear hast, reicht das schon. Meine Problematik ist leider nur, ich habe nicht mehr Armschienen an. Ich habe nämlich vorhin meine Armschienen weggeworfen. Ja, weil ich mir neue Armschienen kaufen wollte. Und ich dachte, wenn ich meine Armschienen wegwerfe, dann muss ich mir neu kaufen und darf nicht geizig sein. Tja, weil das passiert, ich habe vergessen, welche zu kaufen, jetzt habe ich gar keine. Man kennt es. Leute, wo bin ich im DPS? Oh, oh. Ich bin ganz weit unten im DPS. So. Wir gehen mal rüber. Dann machen wir den Lümmel hier. Ich habe keine Steine, ne? RIP. Mir fehlen die... Ich habe keine Steine gekauft. Guck mal, der Shaman. Take last for rage. Vielleicht hat er einen Schleifstein. Simon, hast du einen Schleifstein? Diese Black Phantom Dinger? Ja. Mist, ich habe keinen Stein dabei. Doch, aber ich kann ja auf die Offhand packen. Und du brauchst keine Gifte spielen, weil du Gifte über die Rune bekommst. Oh, du musst ins Wasser. Mist. Steine wird es nicht geben. Genau, selber aufbauen kannst du Klassen mitnehmen, die was wegrollen. Die Segler, das sind sogar Deutsche. Der Shaman war not bad bisher. Du Schleifstein. Leider der Schleifstein. Nee. Auch ein bisschen RIP. Ah, schade. Ich wollte nämlich noch besorgen gehen. Und soweit ich weiß, bei dem Boss kann ich ja keine Dinger drauf machen. Ne? Keine Gifte. Ich glaube, auf dem Boss spielt man nämlich normalerweise dann Backstep. Aber ich habe halt keine Dagger oder irgendwas. Ich habe nichts. Kommen die Blobbles? Hä, aber die Bobble-Animation ist ja super verbuggt. Guck mal, der hat nach hinten geschossen. Wo die Bobbles eigentlich nach vorne gehen sollten. Ah, der Mage hat uns gesprengt. Flip. Da hat es oftmals leider zu viel verlangt. So, was ist drinne? Stell mal vor, der ist hier. Stell mal vor, die Necklace ist drin und wir gewinnen die. Und Gürtel ist drin. Ist der besser als meiner? I don't know. Ich will mal drauf rollen. Ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Ja, ist ein bisschen besser. Aber der hat gewonnen. Da.
So, Z. Dann haben wir hier den Hals mit Wille drauf. Könnte ich theoretisch mitnehmen, weil es besser als meiner, aber... Den würde ich gerne in Cast oder Healer geben. Was will ich damit? So, das war der erste Loot. Weiter geht's. Du kannst auch einfach auf dem Speck hier drauf drücken. Ja, aber dann rollt das Addon für mich. Dann roll ich nicht selber. Ich habe das Gefühl, dann roll ich schlecht. Ja, ich würde gerne... Ich wäre gerne nicht geschwommen, aber... Wir mussten schwimmen. Oh, da ist die Turtle. Warte mal, kriegen wir hier nicht ein dickes Schwert? Stimmt ja. Da gibt es auch ein sehr gutes Schwert nachher. Genau, selber würfeln immer besser. So ist es. Das ist fast mein Biss, ja. Ich glaube, das ist mein Second Biss, oder? Also Schwert von der Queen sollte mein Biss sein. Und Second Biss ist wahrscheinlich der da, das Schwert. Eines noch dafür Rage. Warum mal den, vielleicht hat der einen Stein. Warum, ob der Steine vom Blacksmith hat. Ich glaube auch nicht. Stimmt, der Mage fährt. Ja, ist zu spät. Da kommt er. Ein bisschen bammeln wir bei dem Boss. Ich stehe richtig schlecht, ne? Oh. 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 Wieso habe ich keinen Windfury gerade? Ah, jetzt. Wollte schon weinen. Aber ich habe auf jeden Fall Probleme mit Slice and Dice. Hält man Slice and Dice immer oben? Oder geht man auf Dings? Warte mal, ich mache meinen Kombo-Punkt. Ich habe mir Rogue Guide gar nicht angeschaut. Spiele ich Slice and Dice oder spiele ich... Weil ich kann niemals beides machen. Muss ich mal eins entscheiden, glaube ich. Oh. Oh. Holy. Eigentlich brauche den nur ich, ne? Eigentlich kann ich den direkt mitnehmen. Insane. Wir haben schon mal unsere Biss Offhand, glaube ich. Ich glaube, die ist Biss Offhand. Die werde ich aber wahrscheinlich als Mainhand erstmal usen. Und das gebe ich Hutbergsen, weil das einzige Dings. Ich glaube, es ist in der Mainhand erstmal besser. Wo ist denn der? Hä? Ihr haltet Beute. Bin ich. Unten links. Ah, da. Nice, gut. Machen wir es mal so. Leute, ich bin zu lange am Spielen. Sehr gut. Leider hat er nicht so viel... Leider hat er nicht so viel Max-Damage. Ich glaube, das Ding ist immer noch besser hier. Aber ist schon mal ein gutes Upgrade. Will ich nicht, nein. Da kann man so zwei haben, ja. Aber du willst das Schwert in der Mainhand von dem nächsten Boss.
Ist der vom Endboss besser, tatsächlich? Stimmt, weil du damit schnellere Gifte draufkriegst, ne? Mit dem hier. Macht Sinn, ja. Also den hier würdest du wahrscheinlich für Mutilate spielen und den anderen würdest du für Ding spielen. Skinning Knife. Aber ist da nicht der beste Dagger, der mit 1,2 Speed, der Caster Dagger einfach? Du bist du ein ist jemand von euch Rogue-Spieler? Wie ist meine Route? Benutze ich Slice and Dice oder baller ich einfach in Venom durch? Weil für beides habe ich keine Punkte. Hat jemand Ahnung von? Was spiele ich? Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach reingegangen hier. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ich werde aus dem Stealth Gold. Slice and Dice, größer vergiften. Wegen Giften und so. Mein Autotext ballern eh gut rein, ne? Junge pumpt der Rogue. Ah nein, ich habe so gehofft, dass er das Schwert drin ist. Eine 59. Aber der hätte es drin. Aber man spielt das Set. Ja. Man spielt das Set, soweit ich weiß. Also ich würde den noch nicht anziehen. Na, ja, ich gucke erstmal, ob ein Set-Teil droppt. Und dann, wenn das Set-Teil droppen sollte und ich es gewinnen sollte, gebe ich das dem. Im Endeffekt mein Plan. Stärkering. Würde ich mitnehmen, OS. Okay. Ah, RIP. Schade. Aber Hartbergsen, seine Bissringe kommen sowieso aus PvP und Quest. Von daher. Ist, glaube ich, halb so wild. Okay, die lasse ich erstmal in der Tasche. Ja, falls der andere Head kommt. So, schnell weiter. Ja, wäre schon mal ein Upgrade. Mit dem Ding. Ja, vielleicht droppt noch ein Set-Teil oder so. Ne? Weil das ist das Set-Teil und das ist besser mit dem anderen zusammen. Ich habe ersten BFD-Rig direkt ihr Beschwert bekommen, dann drei Rins gar nicht. RIP. Das tut weh. Ja, ich habe zum Glück schon zwei Items jetzt. Aber wenn... Warte mal. Aber Offhand Dagger... Ich muss es mal selber simmen. Ich meine, ich habe eh nur das, was ich habe, ne? Aber ich habe das Gefühl, ich mache jetzt schon mehr damit hier als mein Krieger, ey. Ja. Wild. Help, ich bin gefangen. Den Shaman finde ich echt ganz solide hier. Ich zock den Krieger mit 1-3 Spec, ja. Den spiele ich. Den spiele ich, also den spielst du eigentlich immer. Also, auch wenn du 2 anspielst, gehst du halt tief verbunden. Ja, meinem Krieger fehlt der Windführe, das stimmt. Ich meine, ich habe ja auch so reingeblastet.
Weil die auch. Weil das auch so schnell Level up ist, ne? Oder am High Level. Ja, Krieger ohne Wehr von Mangle, das war wild. Homunkuli machen wir immer. Ja, die haben wir schon. Weil Zandern ist halt. Nee, das will man nicht. Nee, aber dafür hat er die Einhandwaffen, glaube ich. Oh, warte. Quest? Hier gibt es noch eine Quest, oder? Ah, die kommt erst, wenn er down ist. Oder meinst du, ein Krieger ohne Wehr von Mangle ist ein Homunkuli? Was meinst du? Aber der Tank hat mal ein bisschen Tempo, nicht wie die anderen random Tanks. Ja, ich habe auch gehört, dass du wirklich nur mit hier deinem Heilungsspell das heilst, also der Level 1 Heilungsspell, wie heißt denn der? Heilige Berührung. Dass du nur mit dem heilst. Und den Rest machst du irgendwie mal in Star Search rein und so Mist. Kostet wohl wie super viel Mana, leider. So, Leute, mal rein. Na, Waldgrub ist problematisch, kostet viel zu viel Mana. Das rentiert sich nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Stimmt doch gar nicht, einziges Speck, den du drückst zur Zeit. Okay. Sorry dafür. Na denn, drück den weiter. Den guten. Aber in der Phase kann ich ganz gut Kombo-Punkte stacken. Boah, ich hoffe nicht, dass mein Poison abläuft. Ich habe 5 Stacks. Oh, ein Glück. So, Kombo-Punkte sind Draw. Warte nur, bis er größer wird. Also einer im Chat meinte bei mir, Wildgrove spielt man aber Lightbloom nicht. Gerne mal das Live. Ich bin frisch 25 und der ballert schon fast 100 DPS raus, der Rogue. Weil der Rogue ist ja... Nein, meine Gifte sind ausgelaufen. Und ich min-max nicht mal mit meinem Säbel, ne? Ja, einfach in die Safe-Spots reingehen. Gibt's ja 2 oder 3. Ne, es gibt hinten auch noch welche, ganz hinten. Also es können nicht alle drin gehen, aber es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Stück an den Seiten. Hinter den Eiern halt, weißt du? Da geht das wohl. Morlock Bike Stiefel. Ich schieb dir das schwere Rüstung direkt drüber, ne? Sag, guck mal, was du brauchst. So, hier soll eine Quest sein, ne? Genau, was gibt es, Ding? Nix für mich, RIP. Nothing for me. Cinder, danke für den Follow. Wunderschön.
Also ein sehr solider Raid hier, ne? Muss ich sagen. Ja. Wo müssen jetzt mal alle reinkommen? Oh, der ist es gefährlich hier. Ich hoffe nicht, dass er jetzt draußen bleibt, der Limmer. Oh. Boah, das war knapp. Oh, ja. Ich hatte kurz Angst, dass er draußen bleibt. Was glaubst du, ist der beste Twink-Spiele-Parler als Main? Noch ein Parler. Parler ist die beste Klasse. Hock einfach noch einen. Nee, es kommt drauf an, was du machen willst. Ne? Also Retri-Parler ist richtig geil, ja. Also, sobald du göttlicher Sturm hast, ist es eine so geile Klasse. Ja, mit Hunter machst du eigentlich nie was verkehrt. Das stimmt. Da hast du recht. Ich geh erstmal auf die Morlocks natürlich. Immer wichtig. Und jetzt können wir auf den hauen. Wie Gott gesprengt. Boah, ich habe richtig Anlacke mit meinen Giften gerade, ne? Ewigkeiten keine Gifte mehr drauf gehabt auf dem Typen. Nein, ich habe 3 Kombo-Punkte verloren. Er hatte 3 Kombo-Punkte auf dem drauf. Ich wollte eigentlich gern mitnehmen, aber. Wann Rogue Tank? Mach ich mit dem Zwerg. Wahrscheinlich. Gleich kommt noch das Ding Totem, ne? Den zu healen ist wie Slots spielen. Oh boy. Warte. Also das kann ich direkt dem Shaman geben. Das Idol? So, wie gesagt, ich nehme den Helm und gebe aber den anderen Helm, den ich... Ah, sorry. Ich nehme den Helm, aber gebe den hier dem anderen. Ja. Weil ich habe den ja noch nicht angezogen. Genau aus dem Grund. Weil der hier ist besser. Jetzt nehmen wir den nämlich... Und jetzt gehen wir zum Hunter hin. Zum hier. Warlock. Zum Druiden. Das war der, ne? Komm. Und der kriegt jetzt den billigen. Deswegen solltet ihr den Loot immer nicht anziehen, wenn. Niemals anziehen den Loot. Right? Wenn ihr wisst, da kann noch was Besseres droppen. Right? Deswegen lässt ihr es immer schön in der Tasche drin. Nicht sofort anziehen, die Dinger. Deswegen macht es eigentlich auch immer meistens Sinn, den Loot erst am Ende des Raids zu verteilen, aber mit Randoms, die senken dann nicht Ninja den Kram weg. Right. Aber so hat er noch ein Item bekommen. Sind wir beide happy. Und seine Wintermütze kann er ausziehen. Nee. Gibt es ein Addon, was die Gruppensuche erleichtert? Ein Bulletin Board, ja. Das kann helfen. Oder eine Gilde. Bei Bulletin Board scannt zum Beispiel die Suche nach Gruppe und dann siehst du genauer, wer was sucht gerade. Also ihr sagt, der Dagger vom Endboss ist besser. Right? Für einen Rogue.
Mal gucken, ob er droppt. Danke. Ja, okay, also Bulletin Board, das macht's ganz entspannt. Beziehungsweise entspannt der. Haben die alle, ja. Oh oh, der Sherman wird weggeklieft. Hast du den Dudu fast weggeklieft? Kann man BM auf dem Hunter immer noch spielen? Ja. Die meisten Hunter sind BM, glaube ich. Da rennt einer rum, oder? Kannst mich trainen. Du brauchst einen oder trainen? Okay. Einen Mob haben wir noch, ne? Hab ich. Gehen wir erst runter. Wer stört da meine Meditation? Unlucky einfach, ne? Giga Unlucky. Boah, ich kam gerade hoch zum Chains kicken. Holy. Das war knapp, ey. Gerade in der Sekunde kamen die Chains. Und jetzt der Shaman unten. Der Hunter muss unbedingt zum Tankspot laufen. Ganz, ganz dringend. Ah, nice. Eingetaucht. Hat Bergsen. Maschine. Kicken wir. Ich habe extra meinen Global auf die Sparte. Warum kann ich manche Allies nicht angreifen? Bist du auf dem PvE-Server? So, time for Fab. So. PvP Lone Wolf. Sehr weird. Ach so, in Westfalen. Na, du kannst sie nicht angreifen, weil Westfalen ein neutrales Gebiet ist. Für die Allianz. Das geht erst ab Dings los. Ich denk mal, ja. Nee, keinen, ne? Nee, nee, Westfall, genau wie im Brachland. Also Hordler kannst du im Brachland auch nicht angreifen. Na, das geht auch nicht. Die erste Zone ist so Duskwood oder Rotkammgebirge.
Wieder was gelernt. Stell mal vor, wie viel Damage du machen würdest, hättest du die Dings an. Die hat 2% Hit-Rating noch. 20% Crit? Und dann noch 7% Hit-Rating habe ich dann. Oben mit drauf nochmal. Bei den Tank mag ich irgendwie. Ja, sag doch, ich purge die Dinger nicht, einfach gut durchblasten. Meinte vorhin, du sollst Rage stacken bei dem Ding. Da hat er schon eine Gilde. Soll ich den nehmen? Ja. Wir haben noch eine dritte Turtle hier. Okay. Ich muss ja an dem noch Kombo-Punkte stacken und dann Slice und Dice mitnehmen im Kampf, ne? Okay, hab ich. Go, go, go! Oder dreht sie mal so ekelhaft, ne? Kriegst immer direkt einen Parry rein. Beware. Schaffe ich noch einen Hit vor dem Slice and Dice? Ja. Auf welchem Server du bist, kannst du sehen? Ja. Du kannst mich fragen. Ich bin Living Flame. Danke, gerne, gerne. Es ist immer ein bisschen gefährlich, ne, wenn ich die Saber Slashes nicht durchgehe, sondern Sinister Strike dazwischen mache. Kann halt passieren, dass ich hier, wenn ich dann misse, den Saber Slash, kann das sehr gut passieren, dass er dann gone ist. Okay, jetzt pumpe ich gleich rein, pass auf. Ich gebe mir jetzt gleich 5 Kombo-Punkte Slice and Dice. Mal so rein. Den. Jo, 120 DPS, Alter. Oh, Saber Slash habe ich auch noch gehalten. Junge, Rogue macht ja richtig Bock im Raid, hä? Wieso hat mir das keiner erzählt? Das ist mein erster Raid, ich feiere 130 DPS an dem Ding. Ohne Gear. Mit irgendeinem Gümmelkolben aus HDW. Obwohl ich gerade mein Slice and Dice gedroppt habe. Beware. Das Ding ist halt, der Boss ist so free, weil er sich alle 10 Sekunden selber stunt. Ist ihr Schild dann besser als mein Dagger? Weil sie schneller ist. Was meint ihr? Und der hat weniger Damage, ne? Viel weniger Damage. Ne, die Armbrust bei mir nicht vorhanden. Stimmt. Die waren eine 99. Keine Ahnung, ob die gut ist. Ich würde es mitnehmen, wenn es keiner braucht. Es ist halt... Das ist halt nur der Speed, ne, der drauf ist. Jo, gerne, gerne, danke fürs Mitkommen. Ohne 93. Eine 70, ja, RIP.
GZ an den Mage. GG's, danke für den Run. Danke für den clean, weil wir sehr cleaner Run, muss man sagen. Sehr, sehr cleanes Ding gewesen. Und wir haben Loot mitgenommen für den ersten Raid. Wie gesagt, der Char hat eine Playtime von einer Stunde. Ja. Und ich habe jetzt schon ganz gute Items. Deswegen immer sofort Raiden gehen, Leute. Spart euch das Präbis-Farm, macht einen eigenen Raid auf. Gönnt euch.